Willkommen zu diesem neuen Part von Zelda Breath of the Wild. Letztes Part geschätzt haben wir das Plateau ein bisschen erkundet. Wir sind da hinten auf. Wir sind da hinten auf erstanden. Und dann haben wir hier alles erkundet. Ein bisschen erkundet. Sonst echt nichts Spannendes. Aber noch ein bisschen Style haben in diesem Let's Play. Deswegen nicht mehr einfach mal so. Boah, ich hätte wirklich gerne eine Schaffe für dieses Let's Play Deathless schaffen. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir sehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das ist Reisenkraft und Hyrule. Du warst gerade auf den Turm. Was? Das war eine Stimme, wirklich eine Stimme aus Richtung des Schlosses. Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich verstehe schon, das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Barbaren und das Schloss hier sicher nicht im Gang, oder? Es war hier im Gang. Und wir haben hier noch dieses Unheil, das durch Heilung zerstört, dass ich einziehe. Ich dachte, du hast nichts aufzustören. Die Städte kostet ein Großteil bevor es das Leben seit 100 Jahren verweilt sind. Dort, wenn wir ein Geschwür im Schloss Heilung einstellt, was eigentlich Königreich ist. Und du verspürst ihn noch nicht zum Schluss gehen, hab ich recht? Ja. Das hast du nicht mehr. Ja, verdammt. Ach, jetzt hab ich das Sinn, das gibt. Gott, jemand da fällt es verloren. Ich hab ein paar Säbel. Ich hab schon ein paar Säbel. Wenn ich immer jetzt hier bin. Ach man, ey, bitte laber mich nicht vor. Ja, eine fette Welt. Wirklich. Tagebuch öffnen. Oh. Nee, ich wollte nicht. Ich weiß noch schon, was du machen musst. Ich sag mal so, wenn dich das jetzt interessiert, mit dem alten Mann gesprochen, dann hat er uns gesagt, ja, geh doch bitte zu diesem Schrein, also zu diesem Schacht gehen, Mauern und Schrank. Rollenieren, wer wohl eine Stelle in Hyrule von Kunden abfabelt, nachgezeigt, auf das Feuer zu erhalten, das sind sehr hohe Preise. Komm, Pilger, mein Name ist Maru und im Namen der Göttin Heiliger sollst du geprüft werden. Ich just muss Maru schon. Nee, und du lässt dich betreibende Objekte bewegen. Was die magnetischen Objekte aus Metall kannst du das hochheben und verwerfen. Neues Modul wird aktiviert. Ja, also. Boah, hab ich das jetzt umgebracht? Also an sich, eigentlich soll man das ja so machen. Oh. Ja.
aber so mache ich es. Die Herausforderung gemeistert, um es vielleicht bis zu der Absolutität. Die Maono kommt nach der Zeit, warten sich die Titel heiliger Frau mehr. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schritt zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Bürger auf ihre Fähigkeiten prüft, die Feierung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Glaube mir, dir im Namen der Göttin Helia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Zeichen der Bewährung sind Zeichen, die sagen, der Helm für das Bestehen einer Herausforderung kommt. Hiermit mögen wir uns befinden. Ja, da sind wir wieder. Kommt der alte Sack wieder? Scheint in seinem Bewerb zu halten. Schwächen abgehoben, weißt du doch gut, ganz einfach. Ich kann hell sehen. Da sieht man Dinge, wo er sich immer noch verschwommt. Die Verborgen erscheint mir nur schärfer. Das klingt bei jedem dahergelaufenen Kreis. Ohoho. Ich werde nach Hause sein, die Tür und dieser Schirm deine Wege auftaucht. Oder genauer gesagt, wie ich dich gestellt sind, nur schlägt. Ich verstehe dich. Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Es kommt dieses Land ein ums andere Mal von dem Untergrund gewalt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Überreste der Zivilisation, die dieser Schrein scheint bis heute überdauert zu haben. Oh! Gibt zu von diesen Schrein jetzt so weiter. Auf diesem Plateau habe ich noch mindestens zwei weitere gesehen. Jeder davon als eine Bewährung errungen kannst, welches Fazit war. Aber du sagtest doch, nur ein Schuss oder vier macht es nämlich so einen großen Unterschied. Ja! Vielleicht gibt es auch einen Hinweis, wie du Schreine leichter finden kannst. Super, ich weiß alle Schreinpositionen auswendig. Es geht nicht nur für Schreine, also merke ich hier mit. Der Krieg lässt sich von einem hohen Punkt aus. Punkt groß. Ja, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesem Turm ständest? Du machst Witze. Hoch, hoch, hoch. Angst, du musst dich klettern. Sieh immer auf deinem schicker Stein die Karte an. Die blauen Siegel sind, die sich vor dem Schrein auf dem Turm befinden. Der Kraft des Schiegerschilds kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Jetzt habe ich das gehört. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Arm in welcher. Nochmal. Dann würde ich doch mal sagen, ich habe heute gesehen, dass das Amiyo-Modul zu Ende zockt. Das ist Bernstein. Schön, dass das Baumarzt einmal gefunden werden kann. Das besitzt ein Angst von gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck bearbeitet. Amiyo verwenden, berührt den letzten Kontakt. Ich scanne halt den Bockbogen Amiyo. Edel mit besonders großem gutes Stück Fleisch. Oh. Wer das Glück hat, eines davon zu erbeuten, kann richtig kochen, die besonders die Herzen auffüllen. Und die Zelda-Amiibos haben auch immer eine Kiste dabei. Andere Amiibos kann ich euch mal zeigen. Nicht. Stachelbocklanze mit Lanch. Bockschwimmen mit angespitzten Tierknochen am Ende. Leicht als Pflanzen mit einem Taschen, das aber schon einfach zu finden. Ich zeig das mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal Hochzeitspeach scanne. Da kommt nur das hier. Bitterkraut einer Seifern sitzt in der Hieroluwüste ein. Den energieableitenden Fasern verleihen als Kochzutat Resistenz gegen Infektivität. Eichel, diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf,
auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet fühlt sie ein wenig mehr Herzen auf. Schwerling, das Muster dieses Pilzes erinnert an ein Muster verursachter Schrammen. Die Wirkstoffe in deinen Lamellen steigern den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Ich scanne mal alle meine Amigos, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe alle meine Amigos gescannt, lass mal gucken, was er helfen kann. Blutling, ein kleiner Pilz, der vor allem in warmen feuchten Regionen vorkommt. Er schmeckt so voll wie Haus und macht als größer den Körper fett unendlich. Nice. Denk, dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steinhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht die Geschwindigkeit. Postling, dieser Pilz wächst in kalten Klimazonen an den Stämmen von Nadelbäumen. Fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst Süßen zu ertragen. Schleichling, wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet als Kochzutat, steigern die Wirkstoffe und die Konzentration, sodass man sich lautlos vorbewegen kann. Also jetzt, ich habe noch Mario aus Smash Bros. Gescannt, Rider Link und den Link aus dem ersten The Legend of Zelda, also den 8-Bit. Feuerfall. Ja. Feuerfall, der die Kraft des Feuers innewohnt. Alles, was sie treffen, verbrennt besonders effektiv gegen kalte Ziele. Okay. Das muss ich aber gerade fragen. Okay. Weil nachdem wir das Plateau fertig haben, sind noch andere Sachen drin. So. Die Amiibos werden besser, je nachdem, als du im Spiel bist. Ich sage jetzt noch nicht, nach welcher Kriterien, sonst war das würde nur spoilern. Ich möchte ein spoilerfreies Let's Play. Deswegen auch in den Kommentaren. Kein Spoiler. Opal, ein Edelstein, der in Heim gefunden werden kann, der Schimmel ähnlich wie Perlen, soll die Hauptwasser besitzen. Also, mir ist es. Ich könnte ja nicht was machen. Ich kenne ja so eine Quest an Spiel. Sorry. Hyrule-Barsch, gewöhnlicher Fisch, der sich von fast allen Gewässern Hyrule tummelt, ist auch Rogue nicht mehr zu bereit, fühlt er jedoch mehr Herzen. Ja, nice. Ist auch wichtig zu beachten. Ich kenne das Spiel sowieso schon extrem gut. Man, mich kann man gar nicht mehr spoilern, außer mit irgendwelchen. So mit irgendwelchen ganz neuen Strategien. Ich habe einfach das letzte Mal irgendwie vor 4 Jahren 100% gespielt hatte. Keine Ahnung, wann war das? 2019 schon. Und da gab es auf jeden Fall noch nicht Corona. Eisfall mal 5. 5 Pfeile, die in die Kraft des Eises innewohnt. Alles, was sie trifft, friert ein. Besonders effektiv gegen brennende Ziele. Okay, nochmal 5 Feuerpfeile. Das sind Rätsel von nicht kreativ. So kleine Rätsel, für die man belohnt wird. Okay. Was ist das hier? Ich weiß nicht, ich muss noch treffen. Ein bisschen Busch. Ein Krog. Übrigens, der Sinn, wo ich mir nicht jeden Krog vorlesen, weil die Krogs immer dasselbe sagen. Markier mir mal, was ich später machen werde. Das mache ich zum Schluss genauso wie hier hinten. Als nächstes würde ich dann zu den östlichen Tempelrouten. Oh, schon 14 Minuten im Part. Stabil. Aha, das ist mein Handy zu muten. Sorry. Ja, ich muss aber jetzt auch weg. Ich nehme später weiter auf. Okay, welcome back zu diesem Video. Ich hatte gestern eine Unterbrechung, deswegen
Wäre dir das jetzt zwar jetzt nochmal dazwischen lagen, merkst du viele Unterschiede, jetzt ist es 11 Uhr morgens. Und als ich die letzte Aufnahme gestoppt hatte, war es 23 Uhr gestern. Also 12 Stunden Unterschied. Da seht ihr auf jeden Fall schon, was so passiert ist. Ich bin noch ein bisschen müde, also wundert euch nicht, wenn das Commentary ein bisschen schlechter ist. Aber ich hoffe doch, dass ich euch, dass der Part jetzt gut wird. Also, es gibt ja mehrere Bilder. Ich mach das ja gerade auf meiner Switch. Nicht, weil ich keinen Bock irgendwie auf Emulator. Und falls es manchmal ein bisschen laggt, das liegt einfach daran, dass die Aufnahme immer, in OBS automatisch auf 60 FPS gestellt ist, also standardmäßig. Aber die Switch halt nur 30 FPS kann. Überlege, diese Grafik, die wird 2017 eigentlich so geil aus. Oh nein. Ja, ich weiß, was es ist. Mit denen sollten wir uns lieber nicht anlegen. Ich verstehe, ich glaube, ich verstehe, was es ist. Ja. Was ist nämlich? Gartenschwert. Dieses Art Schwert benutzen einst die Schlosser von Hyrule. Seine scharfe Schneide leistet Kampf und sein guter Dienst ist äußerst haltbar. Das ist die stärkste Waffe, die man Natur kriegen kann. Ich glaube jetzt hier die Windows Benachrichtigung. Hier ist der Java Schiebschrank. Das ist halt immer so, weiß ich manchmal ein bisschen komisch und schlecht. Okay, ich weiß halt noch was passiert für neue Leute. Nicht spoilern. Let's go. Und ja. Nintendo Switch ein Erweiterungsplus Bonus so ein energisches Rot. Das war ein formschönes Logo. Ein seltenes Stück, das sich einfach so lang ist. Das wird bei jedem DLC-Item stehen. Und die Ex-Kisten heißen immer, dass das der, Dings ist, der Erweiterungspass. Ja, ich glaube jetzt schon gesehen, ich arbeite jetzt auch mehr mit Skizzen, Frequenzen, wie ich im letzten Mal gesagt habe. Wie Kaschina kennt euch nicht nur beginnt, sagt ihr dabei immer. Bombenmodul löst aus der Entfernung Explosion aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zum Zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf Bombe oder eckige Bombe. Brauchst du das Schwert auch mal an? Kiste. Meist zwei Hände. Sehr beliebt bei Abenteuern aus ganz Hyrule. Dieser Schwerenwaffe kann man Monster in ihr Schild aus der Hand schlagen. Jo.
Ich bin Bombenmeister. Warum sagst du mir nie keinen Fallschaden? Ja, vielleicht sieht es so aus, als ob ich alles kann. Wie gesagt, ich kann das Plateau auswendig. Als ich mir das Spiel damals gekauft hatte, hatte ich leider noch keine Funktion dazu. Keine Ahnung, aber jetzt mache ich es ja. Ja. Weg. Okay, hier sind Knochen. Knochenmops sind echt ekelhaft. Dieser komische Effekt, der da kam. Das ist der Gnadenstoß-Effekt. Was dann mit Schaden wird dann. Was hat. Eigentlich machen wir zum Beispiel. Ich sage jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach mal bei diesem Reisezweihänder. Bei diesem oder bei dem Soldaten. Ich finde das eigentlich sehr. Hätte hat sich ein anderer Tag eigentlich nicht verändern. In den östlichen Tempeln gab es mein Weimchen, dann kann nur ein Krog. Okay, mal Krog so ich rein. Ich kann die Krogs auf dem Plateau auswählen. Hier war einer. Okay, wir sehen uns nicht wieder. Ich habe jetzt einfach mal Krogs, die ich noch im Gedächtnis hatte, aufgeschrieben. Einfach nur mal so, damit es. Damit ihr es auch wisst. Aber das sind nicht alle. Ausdauerhonig, Honigkeks von Pincho ist besonders nachhaft. Und jetzt zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht den dem praktischen Effekt die Ausdauer. Ja, jetzt. An sich, man könnte das jetzt auch mit Bomben wegmachen. Man fliegt alles durch die Luft und darauf habe ich keine Lust. Vielleicht kommt was sehr Nices. Nein, nicht diese Käfer. Auch nicht dieser Pilz. Sondern dieser Pilz. Ausdauer Link. Ein grüner Pilz, der auch in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzeug die Ausdauer auf. Natürlich klar zum Let's Play in 2020.
21 geht natürlich schneller als mit Playo in 2017. Also. Und ist auch nicht mehr blind. Kurze Kochsession. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gekocht und da kamen neue Sachen aus, wie zum Beispiel ein Pilzspießteller. Der Traum eines jeden Pilzliebhabers, so ein Spieß macht satter als man denkt. Ein denkbar simples, pflanzliches Gericht, bei dem einfach nur Kräuter und Gemüse zur Wildnis gebraten werden. Fisch, frisch gefangener Fisch am Spieß, knusprig geröstet. Füllt die Außer auf, ein mit Honig verältes Fleischgericht, viel saftiger als herkömmliches geröstetes. Hier noch eine Sprutgift ziehen gemacht. Die Sprutgurken halt einfach so. Dann machen wir noch ein Bratschließ gemacht und so. Ja, ich melde mich dann gleich mal wieder. Ich habe jetzt auch zwei Pilzspieße gemacht, nämlich den Kühlungspilzspieß für Wüstenhitze, den Ausdauerpilzspieß halt für Ausdauer. Jetzt geht's auf geht's zum Monsterlager. Was hat der Stärke an dem Dollar? Warum macht der Tito? Ja, ich hab mal wieder das beste Bogen. Wenn deine Waffe kaputt ist, ich sie mit ihrem letzten Angriff der Feldschaden an. Deswegen werfe ich nicht so gerne meine Waffen. Zack, jetzt geöffnet sie. Wurfspeer, eine besonders effiziente Wurfwaffe. Weiß ich gar nicht, aber speziell in der Richtung deutlich weiter als gewöhnliche Lanzen. Sehe ich jetzt nicht, aber das ist wirklich krass. Die Bienen fallen. Okay. Wirklich, wenn ihr Bienen faltet, kann ich das sagen, nimmt einen Speer. Also das ist eine Waffe. Oh, Bombenfall bei 5 Pfeile mit Sprungspitze, die für den Kampf gegen Monster verursachen sich weiflichen Schaden. 2, 2, 5 habe ich jetzt nochmal vorgelesen, an die anderen Stelle werde ich vorlesen. Also ich höre jetzt nicht immer Feuerfolge 1 vorlesen, Holzfeuerfolge 1. Ach, ich habe vergessen, mich in diese Ebene zu steuern jetzt.
Okay, jetzt geht's noch der Schlüssel. Ich skipp den einen direkt. Und was das mit dem Speed hat. Ich kann ja so sagen, ich sollte mir nicht alles erkunden, weil es ist schon bitter zum Beispiel mal. Bildschirm dort nicht erkundet. Nicht mal von erkundet, sondern Ort. Nicht. Alle kotzen, alle 120 schreien, dann ist Steigerung um 99%. Was macht er? Trag dich mal ein, in 15 Ingame-Minuten stirbst du. Für alle, die es jetzt nicht wissen, ich hab's dir schon gespoilert. Da immer spawnen in der Nacht bis zum frühen Morgen, wenn sie um 5 Uhr nicht am Boden sind, dann sterben sie. Ja, über die Zeit im warmen Deutsch. Startmodus lässt von Objektzeit stillstehen. Während des Shop-Objekts erschaut, schaut sich für uns Energie an. Diese wird unter einem Schlag freigesetzt, weil die Zeit weiterläuft. So kann man auch ins Bett bewegen. Das ist eine Kiste. Eisen haben wir ursprünglich zum Trümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Waffe auch als Waffe. Okay, damit haben wir das Straßenmittel auch hinter uns. Das ist jetzt echt praktisch. Weil
Wir drinnen vor Kühl schreien und dann haben wir es bald. Und da sind wir wieder. Was ist hier drin? Im Reisebau. Okay, kann man immer machen. Ich hab das Gefühl, hier muss jetzt gehen. Eisenschwert kommt. Ich bin nicht mal wirklich so langsam, das könnte ich nicht glauben hier. Okay, da ist schon ein ernstzunehmender Gegner. Okay, komm her. Bock mitgemacht. Dem etwas Herzlos wird sind ja mit Peter, aber so klingt jetzt der Entschuldigung mit hier genau mal stärker. Stachelbockschlag. Der Bock, wenn der diesen Job was hat, sich wirklich Mühe geben. Pass auf, wenn ich mit dir genau kann, es auch gehen. Das kommt mit. Bei dem Bock komme ich. Ach, ich bin nervig. Ich möchte mal aufnehmen, nachdem ich aufgestanden bin. Bernstein hatte. Stell dir mal vor, du bist so einer der stärksten Bockwins auf dem ganzen Plateau. Und dann warst du einfach nur ein verkehrten Bock. Ein Bernstein. Wollte ich vielleicht nochmal hier gucken? Jetzt markiere ich mich so als nächstes. Ist hier ein Kopf auf dem Berg. Der alte Mann ist einfach hier. Oh, schöner Ausblick, was? Schöner Ausblick. Hier versperrt ein Licht. Sehe ich mir kein Platz für das Zusammenblicken. Ich bin mit der Lichtkirche bei der Fernlassfunktion verabredet. Du hast nichts bisher wieder geschrieben, okay, okay. Oh. Kurz technische Probleme. Markierung kannst du auch direkt oder auch der Karte hinzufügen. Stimmt, dort im Auge behalten, jetzt ist das ja auch. Woher weißt du das? Oh, oh, oh. Ja, das weiß ich. Ja, hier draußen in der Welt habe ich das ein oder andere gelernt. Dann muss ich dich doch um. Schon sagen, es beeindruckend, dass du es ohne Winter hast. Jetzt läuft dein Tolkien wahrscheinlich etwas Winterwarmes.
Winterwams, warme Kleidung der Bergbewohner, dank des Teamstoffs und der Handschuhe bleibt die Körperwärme erhalten. Das einfach mal an. Hohoho, da steht dir besser als ich dachte. Übrigens mal so ein Funfact, würde man es nicht direkt anziehen, dann würde eine Frequenz kommen. Beziehungsweise würde er dich fragen, ob man dann sein Geschäft nicht anzieht. Noch ein weiterer Kopf, der achte. Da unten war auf jeden Fall ein Krog, aber ich weiß halt nicht, wo es überhaupt nicht so. Oh mein Gott, ich wäre das lieb. Ich wäre, glaube ich, gestorben. Aber hier sofort ich nur ein Herz. Ja, und ist ein Krog, das weiß ich. Ich glaube, auf der Mauer einer. Jetzt war liegt, was ich hier markiert habe, Mann. Wenn man da das Plateau verlassen hat, dann taucht da nochmal ein Krog auf. Wie heißt man sein Nintendo, ja? Nice. Ich hab keinen noch anders. Let's go. Ein Krog. Ja, Leute. Gut, der. Wie schlimm ist denn? Ich bin wirklich in die Kirche gelöscht. Den Tomizuka-Schrein werdet ihr im nächsten Part sehen von The Legend of Zelda Breath of the Wild.